Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir müssen diese Amulette abliefern. Wir haben ja letzte Folge schon eine Person für diese Quest gefunden. Aber es fehlen noch welche. Wir haben jetzt hier... wir müssen rauf, ne? Ich habe sie nie angefasst, du Neckatiadet. Sie sagt, das hast du. Nennst du meine Frau eine Lügnerin? Nennst du mich eine Lügnerin? Voila, stimmt, da war ja was. Das hier... Au! Hier musste ich mich ja durchkämpfen. Kann das sein, ist er so einfach umgedreht? Ihr seid ganz schön frech und dreist. Wie gut, dass ich, wenn ich hier drauf haue, auch wenn ich das Pferd eigentlich treffe, ich trotzdem dem Pferd keinen Schaden mache und beziehungsweise nur wenig, glaube ich. Und eher dem Charakter, der drauf sitzt. So, den wäre ich los. Warum stirbt denn nicht? Hat er keine Blutung bekommen? Jetzt ist er tot. Muss ich mal gucken, das ist echt hier gerade gar nicht so einfach. Kann ich hier nicht irgendwie fliehen? Gegen die will ich ja eigentlich gar nicht kämpfen. Ich will ja eigentlich den Wagen übernehmen. Nee, die gehen mir doch schon ziemlich auf die Nerven. Hoppala, jetzt bin ich abgerutscht hier mit meinem... So, den hätten wir. Oh, da ist der Wagen wieder. Ich könnte sagen, dass ich laufen kann, aber das wäre gelogen. Ist dein Stolz beiseite? Oh, ich kann mir das Pferd nehmen. Ich trage dich. So, jetzt kann ich hier auch meine Gegner ordentlich besiegen. So, du willst auch noch? Alles klar, kannst du haben. So, jetzt muss ich mir die hier krallen. Nee, den will ich nicht tragen. Ich schmeiß ihn einfach mal ins Wasser. Obala. Falsch. Y. So, sie will ich tragen. Ich lege sie jetzt auf das Pferd. Und jetzt bringen wir sie weg. Wo müssen wir sie jetzt hinbringen? Sie hat gerade nach rechts gezeigt. Muss ich sie jetzt da... Muss ich sie da hinten abliefern oder muss ich mit ihr reden? Ach so, ich muss ihr das Amulett übergeben. Nein, lauf nicht weg, Pferd! Ich hole dich gleich wieder ab, das verspreche ich dir. Ah! Das werden wir ja sehen, wer hier stirbt. Problem ist halt echt gerade, dass das so viele sind. So, jetzt du auch noch. Okay, die müssen noch irgendwie erwischen. Warte mal, ich muss dir doch eigentlich nur das Amulett übergeben. Achso, wir müssen erst den Konflikt beenden. Jetzt können wir das. Ich kann dir leider nichts als meine Dankbarkeit anbieten. Ich hole mir meine Belohnung woanders. Der Seher schickt dir dieses Amulett. Seine Vision verriet ihm, dass du Schutz brauchst. Warum sollte ich diesen Tinef haben wollen? Nimm es einfach, damit wir hier fertig werden. Sicher. Wahrscheinlich freut es Mutter, wenn ich es trage.
Sie hat nur ganz offensichtlich Zuckungen. Okay, gut. Das zweite Amulett übergeben jetzt hier noch das dritte. Ich klaue einfach mal dieses Pferd und wir reiten gleich. Oha, nein, der Scheck ist schön. So ein geschecktes Pferd hätte ich prinzipiell auch mal gerne so. Vielleicht muss ich nochmal in den Ställen gucken, ob ich vielleicht irgendwann mal so ein geschecktes Pferd finde. Die sind schon echt mega hübsch. Nein, ich wollte keinen Filter reinsetzen. So, Zoom und... Nein. runter. Ich will dann nur runter. So. Jetzt könnte ich doch noch einen Filter gebrauchen. So, vielleicht für etwas mehr Kontrast oder so. Ich finde diese Fotofunktion. Jetzt habe ich die Einstellung weg, die ich so cool fand. Ich finde diese Fotofunktion finde ich so super. So, komm hier, wir haben jetzt ein Bild gemacht. Gut ist. Ja, ich könnte mich damit Ewigkeiten aufhalten. So, 200 Meter da hinten in diese Richtung. Ein gutes Pferd. So, Senu, wo ist denn unser Missionsziel? Da unten. Unser Ziel ist gefangen. Stell dich mal hier ab, ansonsten kriegst du womöglich gleich noch Probleme, mein Pferdchen. So. Wer sich mit uns anlegt, hat sein dummes, trauriges Leben verwirkt. Hey, ich töte dich! Ja, ja, macht ihr mal. Ich gehe jetzt hier in meinen Harakiri-Modus und dann seid ihr schaschlich. Ich wollte gerade sagen, oder Gyros, aber wir sind ja gar nicht in Griechenland. Das ist so genial, dieses Schwert, Leute. Das ist so geil. Ich kämpfe damit unheimlich gerne. Kennst du den Seher? Den Göttern sei Dank. Er hat Hilfe geschickt. Bereit zu kämpfen, Magi? Natürlich. Muss ich den jetzt hier rausholen? Das war's. Freiheit! Kommt der mir hinterher, wenn ich hier hochklettere, oder kann der nicht klettern? Doch, der kann klettern. Das ist ja mal super praktisch. So. Amulett noch übergeben. Du bist ein guter Kämpfer. Ich tue mein Bestes. Das erste Mal haben sie mich kalt erwischt. Der Seher schickt dir dieses Amulett, um dich vor weiterem Schaden zu bewahren. Meine Kinder können keine Steine essen. Mehr als das kann ich nicht für dich tun. Möge dir das Glück wieder hold sein. Verzeih meine Unhöflichkeit. Du hast schon dein Leben riskiert, um mich zu retten. Solange ich am Leben bin, gibt es Hoffnung für meine Familie. Das waren alle drei Amulette. Nun kann ich zurück zu dem Seher. Alles klar, dann schnappen wir uns mal unser Kamel und geben die nächste Quest ab. Einer von vielen Aufträgen, die wir hier in Memphis haben. Wir haben ja hier wirklich einiges zu tun. Ist auch irgendwie, ich reite hier so durch so einen Tempel durch. Ich glaube auch, also ich habe es letztens schon einen Kommentar bekommen, wenn ich so weitermache, wird Bayek noch verklagt auf Schadensersatz. Ja, ich habe vielleicht eine Unterlassungsklage am Hals. Was zur Hölle? So, reite nicht platt die Opfergabe wieder deines Nächsten oder sowas. So, da unten müssen wir hin. Ja, komm, ich bin auch noch um dich drum rumgeritten. Ist doch alles gut. Memphitis-Garnison. Hast du die Amulette verteilt? Ja. Eins kam jedoch zu spät für seinen Empfänger. Welches? Das des Abenteurers. Er starb einsam an einem Schlangenbiss. Das ist traurig. Aber ich betrachte deine Schuld als beglichen.
Ein heiliges Eiland liegt tiefer in der Umarmung von Mutter Nile. Bring mich dorthin. Und ich werde den Schleier lüften, der deine Albträume verhüllt. Nun, Erlöser, sag mir, was du gesehen hast. Ich sah das, was seit nunmehr einem Jahr jede Nacht hinter meinen Augen schlummerte. Alles beginnt mit einem Sandsturm. Ich stehe auf und gehe durch einen Ruinengang in die Halle der vollständigen Wahrheit. Dort liegt mein Zwilling, ein schwarzes Steinherz, auf die Waagschale der Macht. Worüber sprachen wir? Dort legt mein Zwilling ein schwarzes Steinherz auf die Waagschale der Ma'at. Und dann schlägt die göttliche Schlange zu. Apophis, größer als ein Berg, größer als die Vernunft. Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen die Schlange. Und nun? Erlöser, willst du von dem Fluch, der deinen Schlaf befallen hat, befreit werden? Es gibt einen Ritus, der ihn auf ewig aus deinem Verstand tilgt. Ja, dann tu es. Gehe unter das Wasser südlich von hier und hole die Statue des Chnum aus dem versunkenen Tempel des Ramses. Mit dem Ebenbild des großen Töpfers kann der Ritus vollzogen werden. Ja, da hinten anscheinend. Vielleicht sollte ich mir das Boot wieder schnappen. So, dann bin ich nämlich schneller am Ziel. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. So, einmal Rückwärtsgang. Ja, ja, Krokodil. Okay, da hinten müssen wir hin. Ich rufe Senu noch mal gerade. Okay, dahin. Dann wollen wir doch mal untertauchen, würde ich sagen. So, mit... War das jeweils nochmal nach unten mit B, ne? Ja, genau. Da müssen wir hin. Die Statue. Ich werde sie dem Seher bringen. Okay, das war jetzt eine schnell gemachte Quest. Und jetzt können wir ja schon wieder zurückfahren. Dann haben wir die Quest auch schon abgeschlossen. Wahahaha. Yay, ich habe die Kurve bekommen. Wup, wup. Okay, noch ein paar hundert Meter. Beziehungsweise, ja. Das heißt, ein paar hundert Meter. 100 Meter waren es zu dem Zeitpunkt noch genau. Ups. Ja, ne? Oh. Da hinten ist der See, ja? Hier ist die Statue. Chnum, Schöpfer der Kinder. Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Erheb! Oh! Keine Angst, Seher. Ich kümmere mich um das Problem hier. Du wirst eine Handtasche in deinem nächsten Leben. Aua. So, gib nochmal Krokoleder. Erhebe dich, o Licht, o Licht. Du, der du ohne es bist, tritt hervor, o Dunkel. Hebe dich hinweg von seinen Augen. O Gott des Sehens, bringe ihm das Licht. O Apophis, der du dich im Abgrund windest. Hinweg! Barje deine... Oh Gott, wie konnte ich nochmal meditieren? Tritt hervor aus dem Strom.
Nimm ihn als Gast auf deinem göttlichen Schiff an, wenn deine Segel sich zum Gestern wenden. Nun, stehe neben ihm als sein Erwählter. Oha, wie konnte ich noch mal meditieren? Ich vergesse das immer. Ach so, die Taste war's. Hä? Boah, ich komme auf die falschen Tasten. Jetzt habe ich's. Ich mag Gamepads nicht. Ich werde Gamepads wahrscheinlich nie mögen. Der Seher ist fort. Wie kam er von der Insel? Okay, wir kümmern uns noch ganz kurz um dieses Krokodil. So, jetzt müsste man dem eigentlich recht schnell Schaden machen können. Dann haben wir nämlich unsere Ruhe für die Abmord. Wenn ich das jetzt nicht tue, dann wird es mich sowieso angreifen. So. Okay, ihr Lieben. Ich würde mich jetzt aber für heute von euch verabschieden, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Und von daher macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!